Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Wir wollen in die Six für den guten alten Isaac freischalten. Blue Baby war in der Beschreibung, wie man die Six freischalten muss, aber es war genau andersrum. Wir müssen den guten Blue Baby benutzen und Isaac besiegen. Also genau andersrum, wie wir es im letzten Run gemacht haben. Blue Baby, ein lieblicher, lieblicher Charakter. Was kann er? Nicht viel. Was kann er nicht? Ziemlich viel. Blue Baby, ihr seht, er hat drei blaue Herzen. Kein rotes, was eigentlich die anderen Charakter haben. Und er hat ein Poop-Item, was man jeden Raum benutzen könnte. Ein Speed-Up und Shot-Speed. Das Schlimme bei Blue Baby, warum man den eigentlich nicht so gerne spielt, ist, er kann keine roten Herzen aufsammeln. Selbst wenn er ein HP-Up bekommen sollte, verwandelt sich dieses rote Herz, was man dann normalerweise bekommen sollte, in ein einziges blaues Herz. Und darum ist es auch sehr schwierig, Devil Deals oder generell Deals zu bekommen, weil du keinen Schutz hast. Du hast immer nur die blauen oder die schwarzen Herzen, die du droppen kannst. Aber mehr geht leider nicht. Aber wir schauen einfach mal. Ziel ist wieder in die Chest zum guten Isaac. Da wir ja endlich unser Polaroid freigeschalten haben, sollte das schon mal möglich sein für Blue Baby. Oh, nettes Item. Das kann unserem Trinket, unser Spacebar Item auf jeden Fall seinen Nutzen berechtigen. Und da haben wir einen Stein mit einem X. Da kriegen wir vielleicht noch ein paar Herzen dazu. Das wäre natürlich sehr geil. So. Oh, und netter Fünfer. Ich habe aber leider keine Kohle für den Job. Ich hätte auch sehr gerne eine Bombe für den Stein. Mhm. Das ist auch ein etwas ekliger Raum. So. Es kann locker sein, dass wir getroffen werden. Aber wenn wir Glück haben. Doppelbomben. Nice. Nehmen wir mal die Bomben mit und sprengen den Tinted Rock. Hello, hello, hello. So. Schauen wir mal, was wir bekommen. Doppelbombe und Schlüssel. Könnte man da reingucken? Oder ich hebe den Schlüssel mal auf. Weil in der nächsten Ebene brauchen wir ja für unseren Goldraum einen Schlüssel. Widow ist auf jeden Fall in Ordnung erstmal. Gut, alte Widow. Hat nicht viel Leben, von daher. Und er ist ein Spezial-Widow. Und daher spawnt er nur die Viecher. Ist sogar noch die einfache Variante. Ach, Fliegen spawnt er, okay. Keine Spinnen. Von daher, ich mag sogar Fliegen lieber als die Spinnen. Als eine normale Widow. Schaut euch hier mal das Grinsebäckchen an. Oh, Blue Baby ist so richtig happy. Oh. Oh. Wie er strahlt. Schaut euch sein glückliches Lächeln an. So, hier haben wir jetzt ein perfektes Beispiel. Hier haben wir ein wunderschönes HP ab, was normalerweise ein rotes Herz geben würde. Und zack. Kriege ich mal jetzt ein blaues Herz dazu. Ist zwar nicht schön, aber kann man jetzt nichts machen. Für den Devil Deal dürfen wir jetzt nicht getroffen werden. Burning Basement 2. Schauen wir mal. Gut, wir haben da etwas die aggressiven Dick Ducks, die ein wenig sprengen. Die könnten mir schon mal die Kleingegner vom Hals leiben. Und dann... War das schon alle? Gut. Dann kann ich euch... Genau, ihr könnt euch gegenseitig in die Luft... Ja, gut. Einer ist auf jeden Fall schon mal weggegangen. Fehlt jetzt nur noch der da. Und hopp. Und immer schönes Pupi aktivieren, weil da kann man ja auch was Interessantes bekommen. Taurus? Nein, danke. Taurus will ich nicht. Vor allen Dingen, weil ich dann Bossgegner besiegen muss. Keine Challenge-Raum für mich heute. Oh, da ist gerade eine Fliege ins Feuer gerannt. Nice. So, da ist ein... Oh, es sind sogar zwei Steintruhen und ich habe auch sogar die Bomben dazu. Oh, das passt, ja. Pubi, gib mir was. Oh, eine Münze, nice. Dann legen wir doch mal hier eine Bombe. Oh. So, es wird jetzt ein wenig dauern, aber ich bin hier ein sparsamer Fuchs. Und zwar, die Steintruhen kann man schieben. Und bevor ich jetzt drei Bomben benutze, jede einzelne Kiste da zu sprengen, schiebe ich einfach die Kisten dahin, wo sie hinkönnen. Zu dem Stein mit dem X. Dann haben wir sozusagen drei Fliegen mit einer Klappe. So, jetzt eine schöne Bombe. Das ist Strategie. Ja, aber so viel habe ich echt nicht draus gekriegt aus dem ganzen Zeug. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Pubi. Thanks. Immer noch kein Lack ab. Okay. So. Bis jetzt wurde man noch nicht getroffen. Das ist doch auch schön. Ich hoffe, das bleibt auch so.
So, eine nach dem anderen bitte. Bitte schön in eine Reihe aufstellen. Und warten auf ihren Death. So, komm, schwabbel, schwabbel, schwabbel. Oh, noch eine Batterie. Ich brauche hier jetzt viele Batterien für meinen Trinket. Naja. Noch eine Münze. Aber sonst... Nee, ich gehe einfach weiter. Da ist doch der Raum, den ich sehen möchte. Ein Damage-Abwehr ist sehr hilfreich. Aber nochmal gepfutzt. So, noch eine Münze. Noch eine Münze. In den Shop könnten wir auch mal reinluren. Haben wir jetzt schon 20 Münzen und genug Schlüssel, damit wir da reinschauen können. Bursting Sex, Spider Love. Ihr habt doch vorhin gesagt, dass ich jetzt nicht so der Fan von Spinnen bin, eher von Fliechen. Aber okay. Ich will mich hier nicht beschweren. Harriet, okay. Und noch eine Batterie. Noch mehr Stuff. Zack, zack. Ich hätte noch gerne die Münze. Alles aufsammeln, was geht. Und wir haben hier noch mehr Münzen. Yay! Nehmen wir noch keinen Luck ab. Nice. Spawnt wieder nichts. Gut, dass ihr auf mich gehört habt. Komm, stirb. So, überlegen wir. Drei Bomben, das passt perfekt. Weil da können wir uns in den Shop reinbomben. Ohne dafür jetzt Schlüssel zu opfern, weil wir eh keine haben. Was ich mit Bedauern feststellen musste. BFF. Nehme ich mal mit. Dann nehme ich noch das blaue Herz mit. Das rote kann ich ja sowieso nicht aufnehmen. Und dann erwähnen Donelken noch. Gehen wir mal auf 5 runter, wenn das so viel aktiviert. Ey, Blue Baby. Ich will ja nichts sagen. Oh, du bist immer noch glücklich. Aber du hast da was am Hinterkopf. Es sollte sich mal ein Doktor anschauen. Aber ich bin leider keiner. Sherrod können wir auch in Gefahrensituationen aktivieren. Da sind wir dann für eine gewisse Zeit unverwundbar. So. Ja, wir müssen jetzt einfach hoffen, dass der Devil Deal uns was Saugeiles gibt. Monstro. Okay. Monstro sollte eigentlich ein Gegner sein, den wir besiegen können, ohne Schaden zu nehmen. Ein Treffer und die Chance ist auf, sinkt auf einen einzigen Prozent. Das ist ja schön. Wir könnten damit eine Bombe abweiten, aber erst wenn du gesprungen bist. Obwohl, die sprengst dich selber. Ist in Ordnung. Bombe. Jawohl. Aber ich denke mal, die restlichen Bomben behalte ich hier mal. Man weiß ja nicht, was man sonst noch alles so findet. Ein paar Pilze, wo ich den Magic Mushroom zum Beispiel bekomme. Noch ein paar Tinted Rocks. Ich bin für alles offen. Und Devil Deal. 100%. Also. Schönes Säckchen haben wir bekommen. Wenn der Devil Deal genauso gut ist wie der Sack. Wir können fliegen. Nehmen wir mal mit. Dann nehmen wir mal dich mit. Können wir 4 Pillen. Balls of Steel. Okay. Luck up. Telepills. Gut. Ist jetzt auch keine schlechte Pille. Und was ist die letzte? Ich bin positiv überrascht von den ganzen Pillen. Bist du auch eine gute? Ayo, Wizard. Okay. Das heißt, wir schauen uns nochmal wegen die Ebene um, bis der Visato-Effekt vergangen ist. Gibt es da irgendwie was, wo ich nicht hinkommen bin? Doch, 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 da war doch was. Da war eine Truhe. Genau. Ein schwarzes Herz, nice. Aber ansonsten war da, glaube ich, nichts mehr. Gott, gehen wir wieder zurück. Den Visato-Effekt haben wir immer noch. Aber dann müsste er gleich wieder vorbei sein. Ich glaube, 30 Sekunden hält der Effekt an. Und so lange will ich halt nicht in die nächste Ebene. Bei Blue Baby ist es ziemlich wichtig, dass man da wegen aufpasst auf unseren Schaden, dass man nicht viel bekommt. Also, Damage austeilen ist natürlich eine Option, aber dass man keinen bekommt. Dass man keinen Schaden erleiden. Curse of the Maze. Schauen wir mal. Das ist schon mal ein ekliger Raum. Aber ich kann mich jetzt notfalls hinter Stein verstecken. Falls ich das machen möchte. So. Jawohl, gut platzierte Bombe. Leider nichts bekommen. Mace, da bist du ja schon. Ich habe mich schon gefragt, wann du das erste Mal auftauchst.
Und da war er. Gut, in den Raum wollte ich sowieso als nächstes, also... War jetzt nicht unbedingt ein Fluch, sondern Segen. Ich musste einen Raum weniger betreten. So, machen wir die noch kaputt. Münze, Münze und Münze. Nein. Meine Freunde. Von der explosiven Baustelle. Schade, dass sie sich nicht selbst in die Luft jagen können. Das macht denen nicht viel aus. Aber komischerweise meine Bomben, da sterben sie, wenn ich eine Bombe legen würde. Aber momentan sehe ich keinen Grund, da jetzt eine Bombe dafür zu opfern. Oh, müsst ihr jetzt euch ja nur aufteilen. Ich weiß, mein Damage ist miserabel. Ich habe 3,67. Woher kommt dieses 0,17 Damage? Oder ist es der Standard-Damage von Blue Baby? Ich weiß es jetzt gar nicht. Habe jetzt nicht so aufgepasst, weil normalerweise bei Charakteren ist der Standard-Damage 3,5. Was man jetzt so bei Isaac und so weiter kennt. Na gut, vielleicht ist es jetzt ein Standard-Damage, weil ich habe eigentlich kein Damage abbekommen. Kann mich aber auch täuschen, dass irgendein Item minimalen Damage dazufügt. Irgendeine Pille oder was weiß ich. Ne, Pille eigentlich nicht. Ist ja wurscht. Ich will mich nicht beschweren. Ich verwundere mich doch. So, Pubi. Bring mir den Schatz. Gut. Bombe. Wäre das was? Wunderbar. Und als Belohnung kriege ich gleich wieder eine Bombe. Nice. Ein Schlüssel passt auch. Sad Bombs. Okay. Wird ein bombenhafter Run heute. Tun wir mal da vielleicht ein Magic Restroom. Eine Pille. Was bist du? Nein. Wenigstens wissen wir jetzt, was die Visado-Pille ist. Die wollen wir auf jeden Fall nicht mehr haben. So, und die zwei Pubis in der Mitte, die irritieren mich gerade ein bisschen. Geh weg. Weil ich renne da 100% in die Viecher rein, wenn ich die jetzt nicht sofort zerstöre. Ich kenne mich. Ich kenne mein Bedürfnis, auf Scheiße zu landen. Oh Mann. So. Und noch eine in der Mitte. Und noch eine Münze. 11 Münzen, dann könnten wir auch schon wieder fast in den Shop rein. Aber auch nur fast. Dicke Fliegen. Komm, Set Bombs. Attack. Ja gut, die haben wir zwar nicht erwischt, aber dafür die anderen zwei. Um dich kümmere ich mich jetzt höchstpersönlich. Ach, das sind ja noch mehr. Und da haben wir schon den Boss, okay. Gut, Devil Deals sollte man jetzt eigentlich nicht bekommen mit 33%. Klar, die Chance ist gewährleistet, aber normalerweise, wenn man in der letzten Ebene einen Devil Deal erhalten hat, bekommt man in der nächsten Ebene eigentlich keinen. Ich wäre natürlich froh, wenn da was Gutes drin wäre. Ein Schlüssel, habe ich gehört. Wir gehen einfach mal zum Boss. Big Horn. War jetzt nicht optimal. Das? Au. Jetzt habe ich so... Oh, mal Shows ist... Ach ja, ich habe Schwarzherzen. Die schützen mich vor den blauen Herzen. Ah, okay. Gut zu wissen. Weil ich habe jetzt eigentlich damit vermutet, dass ich, Wo verdammte Scheiße kommst du jetzt her? Ernst? Ist da echt ein Little Horn gespawnt? Ernsthaft? Naja, sagen wir mal so, der Big Horn kriegt Schaden, wenn ich den Kleinen angreife. Aber verdammte Scheiße, was ist hier los? Ja, jetzt ist... Hör mal, Chance verringert sich nicht, okay. Das ist gut zu wissen. Aber verdammte Scheiße, was soll das mit dem Little Horn? Hier ist kein Familienausflug, meine Freunde. Da ist mir ein bisschen zu viel los gerade. Ein bisschen zu viel los. Und schaut euch mal Blue Baby an, ne? Ist also richtig angewidert. Dein ganzen Gelump, was da jetzt gerade passiert. Das habe ich aber auch noch nie gesehen. Dass der Big Horn Little Horn spawnt. Ich muss mal dann später in der Aufzeichnung nochmal schauen, wie der aufgetaucht ist eigentlich. Der war einfach mal da. So, yo, bin da. Oh, Squeezy. HP ab. Jawohl, zwei Stück. Und Tiers ab. Oh. Oh. Das ist jetzt eine sehr schwierige Entscheidung. Damage ab. Oder immer Devil Deals. Wir machen es so. Wir nehmen erstmal das. Godhead. Weil jetzt bleibt der Devil Deal immer offen. Und wir müssen schauen, dass wir irgendwo ein blaues Herz bekommen.
Weil das Damage up will ich auf jeden Fall. Wir haben ja noch die Möglichkeit, in den Shop zu gehen. Wir machen hier einfach mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir kriegen noch aus dem Pubi vielleicht ein blaues Set und ein schwarzes Set. Finden vielleicht noch ein paar Tinted Rocks. Also, das will ich jetzt auf jeden Fall nicht verstreichen. Godhead. Will ich natürlich... Das ist ein guter Bullshit. Den will ich haben. Von daher, wir schauen uns einfach wegen um. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch Curse of the Maze haben. Aber momentan ist er ziemlich harmonisch zu uns. Er lässt uns ein wenig in Ruhe. So. Einer nach dem anderen, bitte. Daher kriegt noch eine Bombe. Bam. Ich bleib bei meinem Pupi. Wenn ich schon der Blue Baby bin, dann behalte ich auch meinen Trinket. Solange ich jetzt nicht Cancer oder Curved Horn oder sowas bekommen sollte. Au! Fast erwischt. Nichts gedroppt? Nein. Na gut, na gut, na gut. So. Auch du wirst sterben. Ah, ist schön. Dass man die Pubis noch mit zwei Treffern erst erledigt. So, ein Schlüssel. Dankeschön. Gehen wir erstmal da. Nein. Ah, der Maze. Der gute alte Maze. Wo ist der Shop? Den hätte ich sehr gerne. Ich nehme mal das da. Das ist leider nur ein rotes Herz. Damit kann ich nichts anfangen. Blaues Herz. Das ist der Shit, warum ich hier bin. Natürlich, schwarze Herzen sind auch gern gesehen. Pubi, enttäusch mich nicht. Geld. Geld regiert die Welt. So, letzter Raum. Wenn wir jetzt nichts im Shop bekommen, dann kann ich das Item nicht mitnehmen. Es ist dann sowieso riskant, wenn ich dann nur noch mit einem roten Herz rumeiere. Aber was will ich denn machen? Ich brauche auf jeden Fall mein Damage, weil irgendwann sind die Gegner viel zu stark. Dann hilft mir auch mein ganzes Leben nicht. Dann verliere ich so viel Leben. Upsala. Und natürlich kein Schaden leiden, weil dann bringt mir auch kein Herz mehr. Dann habe ich nur noch zwei blaue Herzen, wenn ich jetzt Schaden bekomme. Dann kann ich es erst sein lassen. So. Na komm. Eine Bombe. Wir haben vier Bomben. Da können wir jetzt dann hier eine Bombe legen. Match Mushroom. Nein. Okay, Shop, was hast du? Du hast blaues Herz, okay. Es wird jetzt riskant, was wir treiben. Und den Schlüssel nehme ich auch mal sicherheitshalber mit. Also gut. Ist das überhaupt der richtige Weg? Ja. Dann holen wir uns noch das. Na, wir legen hier noch eine. Maze. Tu mir das jetzt an. Wir legen hier nochmal eine Bombe. Magic Mushroom. Ah, ich gebe nicht auf. Irgendwann kriege ich den. Irgendeines wunderschönen Tages. Maze? Hi. Fick dich. Dankeschön. Gut, Devil D ist natürlich offen. Ah, der Mark. Damage up. Und wegen Speed up. Oh, wir haben sogar noch ein Herz dazu gekriegt. Der Mark gibt uns also noch ein Soul Heart dazu. Merci. Gut, wir schauen nochmal kurz da rein, sagen, schön. Aber ich will dafür jetzt keine Bosse erledigen. Oh, weg. Habe ich euren kleinen Bruder getötet? Tut mir leid. Aber ihr folgt ihm gleich. Und du auch. So. Spielehalle möchte ich nicht. Das sind viele Pubis. Von daher, das bauen wir jetzt auf jeden Fall viel Stuff. So. Vielleicht droppen wir jetzt auch blaues Herz. Vielleicht. Ich sagte blau. So. Ja. Ist nicht ganz so blau, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber dafür haben wir ein paar Münzen und eine Pille noch. I'm brosy. Okay. Ich glaube, die Pille hat mir da sogar richtig gute Dienste erleistet. Weil die roten Spinnen sind richtig aggressiv. Die rennen eigentlich immer auf mich zu. Und ich glaube, die Spinnen, die sind jetzt auch wegen Brosy unterwegs. Die Pille hat mir echt den Arsch gerade gerettet. Leck mich am Arsch. Die ist echt zur richtigen Zeit gekommen. So.
Erstmal die Explosivo-Spinne weg da, weil die irritiert mich. Oh, wunderbar. Das ist auch ein schöner Raum. Dezent nervig. Ich bin froh, dass ich fliehen kann. Sonst muss ich, muss ich den scheiß Weg da laufen. Die nerven sowieso schon die ganzen Dickdust, die wir hier haben. So, So, jetzt haben wir nur noch zwei Lieder, ne, glaube ich. Wo ist der andere? Da. Stirb! Puppi. Gehen wir mal nach links, schauen wir mal, was wir da so finden. Nichts Interessantes. Luck up! Nehme ich natürlich sehr gerne mit. Weil wir wollen alle ein bisschen Luck up. Ich habe eine Mission. Und dafür brauche ich viel Glück und Damage. Speed reicht. Speed habe ich auf jeden Fall genug. So. 1,6 ist... Das ist herausragend. Mehr braucht man nicht. Was ich jetzt gerne hätte, ist, dass die sehr schnell kaputt gehen. Au. Da kann ich jetzt nicht viel ausweichen. Lass mich nur. Mach den Pilz kaputt. Okay. Mach den Pilz kaputt. Du sollst den Pilz kaputt machen. Das ist der Itemraum. Noch mehr fliegen. Nice. Das Blöde ist, wir können im Devil Deal jetzt nicht unbedingt viel kaufen. Es sei denn, wir kriegen 9 Leben oder so. 9 Leben wäre nice. Das wird dann zwar auch wieder auf ein blaues Herz hinauslaufen. Auch. Aber es macht ja nichts. Und jetzt müssen wir echt verdammt aufpassen. Wenn hier irgendeine Sonderform kommt, dann sind wir schon... Ja. Gutes Item. Gutes Item. Okay. Da ist eine super Form. Und ich renne natürlich auch noch in die Richtung. Aber die unsichtbare ist, glaube ich, auch eine super Form. Also, ist gerade nicht alles so optimal. So, schön Abstand halten. Straude nicht. So. Ein Herz, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Bum, bum, bum. Stirb! Eine Rune, okay. Friends till the end. Okay. Haben wir ein paar Fliegen. Petro. Ah, perfekt. Weil mit dieser Rune können wir die tauschen. Und werden gleich belohnt. Cricket Spotty, klar. Die Range ist etwas kleiner, aber dafür machen wir Splash Damage. Ich bin ein großer Freund vom Splashy. Weil wenn ich jetzt eine normale Träne schieße, die teilt sich in 4 weitere Tränen auf. Und macht 25% einer normalen Träne. Und wenn ich richtig viel Tiers habe, oh, ist das ein Traum. Ihr seht, das ist eine richtig geile Kombination. Und ein Credo. Ein Credo ist nicht das unbedingt, was ich haben möchte. Ich hätte jetzt sehr gerne einen Shop ge... Weil ich bin gerade herztechnisch richtig scheiße unterwegs. Okay, überlegen, was machen wir jetzt am geschicktesten? Ja, noch mehr Luck up. Oh, ich weiß jetzt nicht, was wir machen. Damit kann ich... Das ist Petro-Effekt. Justice? Ja, nice. Das könnte schlimm enden. Das könnte schlimm enden, sagte ich. So, machen wir das Feuer aus. Bevor ich da noch ins Feuer renne. Ja. Oh, ich habe ein halbes Herz. Oh, was macht das? Macht das Slow-Effekt, oder? Yay. Aber die Range wird erhöht. Oh, ich weiß nicht. Ich hoffe halt, dass ich hier immer noch irgendwie was bekomme, was gut ist. Oh, ich muss den Raum irgendwie überleben. Zum Glück kann ich über die Steine schießen. Ja, blaues Herz. Und noch eins. Nice. Drei Stück gleich. Und wir sind wieder safe. Wir sind wieder dabei, Leute. Wir sind wieder dabei. So, aber trotzdem. Ein bisschen aufpassen sollte man trotzdem. Und noch einen Schlüssel nehmen wir mit. Dann pupen wir nochmal wegen. Und kriege ich nix. Diese Fallen. Fallen, ein wunderschöner Gegner. Ist ein bisschen schwer. Na, wohl schwer ist jetzt eigentlich nicht. Es kann sein, dass er uns einmal trifft oder zweimal. Aber dafür bekommen wir ein Devil Deal Item.
Und ich stehe auf meine Devil Deals. Okay, einmal wurde ich jetzt getroffen. Aber ich denke mal, das war's jetzt auch. So, stirb, 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 stirb. Wir schauen erstmal den Devil Deal an. Wir haben zwei Gabi-Item und nicht die, wo ich brauche. Dein Schild! Das Buch wäre optimal für mich jetzt. Ich nehme mal dich mit. Aber ich kann es nicht mitnehmen. Ne, es geht leider nicht. Ah, schade. Weil da hätte ich alle sechs Räume in schwarze Sets bekommen. Ah, schade, schade, schade. Naja. Aber wir dürfen wenigstens weiterleben. Das ist doch schon mal etwas. Vielleicht gehen wir hier in schwarze Sets jetzt. Eine Bombe. Sieben Bomben, das reicht auf jeden Fall. So, super Bomb, geh weg. Geh einfach weg. So, jetzt ein wenig Abstand halten, weil ich weiß nicht, ob es explodiert, wenn sie kaputt geht. Noch eine unbekannte Pille. Lemon Party. So lemonhaft, die Party. Nichts bekommen. Schade. So, erstmal das Feuer aus. So, können wir da noch was Schönes? Nein. Ja, in den Zacki-Zacki-Raum möchte ich sehr gerne rein, aber ich habe halt nicht das Leben dazu. Ich habe gedacht, ich habe hier einen besiegt, kleiner Mann. Kleiner Torso Man. Aber wie es aussieht, habe ich mich geirrt. So. Ich denke mal, hier ist der Geheimraum. Und mein Gefühl hat Yes gesagt. Wegen Kohle. Ne? Kohle, 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 Kohle. Leg mal hier noch eine Bombe. Zack. Ja, was geht? Lass mich erstmal den da besiegen. Ich brauch keinen gespawnten. Lass mich nur. Ja, Akrofledermäusen. Stirb. Ah, der eine lebt noch, ne? Ja. Und stirb. Merci. So richtig Slot unterwegs, mein Freund. Du musst also Slot sein. Also stirb. Diamond. Nice. Hat jetzt unsere Münzenanzahl verdoppelt. Jetzt haben wir schon gut 80 Stück. Da können wir auf jeden Fall shoppen gehen. Da ist mir gerade wegen. Auch wegen. Au. Ist er mir explodiert. Und du stirbst auch bitte, mein Freund. Noch ein Pubi. Yay, noch ein Herz. Hä? Lass mich durch. Ja. Wie machen wir das jetzt am besten? Einfach mal ein wenig draufballern. Klar, jetzt wollen wir noch so ein Ding. Gehen wir mal auf. Ein Schalüssel. Wir haben noch kein Goldraum. Wir haben generell noch nichts gefunden. Okay. Das heißt, wir haben noch ein wenig Zeit, die Gegend zu erkunden. Shop, Itemraum, alles ist erwünscht und gern gesehen. Hier ist eine Sackgasse. Gut, dann gehen wir mal nach rechts. Noch eine Sackgasse. Geilomatico! Na, meine Larrys. Was geht, meine Freunde? Ich hab euch ja mal getrennt, ne? So. Und noch eine Münze, danke. 88 Münzen. Ja, da können wir viel einkaufen. Ah, Splash Damage. Wunderschönes Item. So. Proctosis. Megatiers. Was macht fucking Proctosis? Ihr seht es wahrscheinlich an den Tränen. Sie werden halt immer kleiner. Und je näher du an den Gegnern bist, desto mehr Damage machst du auch. Oh, das ist ein richtig geiles Damage-Item.
Vor allen Dingen, wenn du jetzt zum Beispiel kein Brimstorm hast. Oh. Wenn du eh in der Nähe kämpfen musst, ein wunderherrliches, gottgleiches Item. Und eine Karte Ace of Clubs. Okay. Hier haben wir eigentlich nichts Interessantes. Außer natürlich das Herz. Ace of Clubs verwandeln durch Trinket in einem Raum zu anderen Items. Merke ich mir mal, aber Clubs, Bomben oder Schlüsseln, da habe ich immer so meine Probleme. Aber wir heben die Karten einfach mal auf. Falls wir irgendwo mal einen Raum haben sollten, wo wir viele Sachen haben, die wir eh nicht aufsammeln können. Wie zum Beispiel viele Herzen. Da haben wir einen Fünfer. Da haben wir eh genug. Ja, fünf Sachen, zack. Ah, gibt Bomben. Gut, haben wir ein paar Bomben gecatcht. Ah, Proktosis. Das wird ein guter Run. Jetzt sollte eigentlich nichts mehr schief gehen, sagte er und starb jämmerlich. Ende. Oh, und habt ihr meine geilen Tränen gesehen, die ich mit meinen Setbombs gemacht habe? Oh, das war eine Explosion. Schon wieder Klaps. Noch mehr Bomben für mich? Klar, mache ich gern. Das ist auch ein etwas ekliger Gegner. Ach, sogar mit lila Tränen greift er mich an. Nice. Ach, komm. So, Bombe. Bam. Oh, dich haben wir doch auch schon ein paar Mal gehabt. Polytaktyl. Eine Pille. Lemon Party. Nehme ich mal mit. Kisten. Yay. Gib mir wenigstens ein paar Herzen. Und du gehst weg. So. Noch mehr Herzen. Die Frage ist, kann ich die jetzt in die Luft jagen oder nicht? Ist da was Neues? Nein. Kann man immer noch nur die Engelstatuen in die Luft jagen? Schade. So, und dann sind wir auch schon bei der ersten Begegnung mit Mom. 25 Minuten. Plus. Oh, hier könnte ich meine Pille aktivieren. Und meine Karte auch eigentlich. Ich denke mal, hier werde ich auf jeden Fall viel Stuff droppen. Und ich, wenn ich ehrlich sein darf, Münzen brauche ich jetzt echt nicht mehr. Ich lege hier noch eine Bombe. Vielleicht haben wir ja was gedroppt, was Interessantes. Glaubt nicht. Karte! Und sammeln wir mal die ganzen Bomben an. Zack, zack, zack. Legen wir hier noch eine Bombe, weil, hey, jetzt haben wir eh die Bomben. Eine Karte. The Moon, eine Teleportkarte. Kommt ein bisschen zu spät. Brauche jetzt nicht unbedingt. Na gut, dann gehen wir halt mal den Weg. Ich habe so ein Gefühl, wir haben hier einen Devil Deal. Ja, nicht Devil Deal, einen Geheimraum natürlich. Den Raum habe ich ja noch nicht gesehen, dass da so viele Pilze sind. Okay, wie machen wir das am besten? Hier eine. Ha. Ich hätte es wahrscheinlich so machen müssen. Egal. Haben wir leider nichts Interessantes bekommen. Und das war einfach nur eklig. Das war fies. Was haben wir hier? Ach, den Raum, den kennen wir doch. Den haben wir schon vorhin gehabt. Nur, jetzt bin ich noch viel stärker als jemals zuvor. Wie kein anderer vor mir war. Jetzt kriegen wir ein schönes. Hey, nochmal Geld. Yay. Ist ja nicht so, als hätte ich schon 99 Münzen. Shop. Stimmt. Das ist unsere letzte Möglichkeit in den Shop. Und stirb. Schauen wir mal. Natürlich muss da der Super Greed sein. Oh, natürlich. So, Drecksack. Na gut. Jetzt muss ich mich ja wegen beim Gegner auslasten. Du Arschloch, Mutter! Stirb! Bin aggressiv! Bin in der Pubertät! Polaroid nehmen wir mit, Devil Deal. Ein wunderschönes Necronicon-Buch, das wir nicht haben möchten. Und weiter geht's. So. Ich würde mal sagen, wir rushen jetzt ein bisschen durch. Trotzdem ein bisschen auf die Herzen noch achten. Zack, zack. Aber hier gibt's nichts Interessantes zu holen. Von daher. Hier gibt's
Was wollen wir hier? Wir wollen eigentlich hier nur den Boss erledigen. Vielleicht noch einen Devil Deal bekommen. Ist da noch ein Stamm mit einem X? Keine Ahnung. Habe jetzt nicht gesehen. Aber wir wollen die Ebene eigentlich so schnell wie möglich hinter uns bringen. Was ist das denn für ein Raum? Hm, könnte ein Submail mal sein. Ich kann fliegen. Ein Pickel. Nein. Ich überlege gerade. Ich nehme mal das mit. The Wiz. Jetzt sehen wir einen Visado-Effekt. Mal schauen, ob das gut war. Ich denke mal schon. Weil wir haben ja sowieso Splash Damage. Ich will nochmal kurz gucken. Man kann zwei Items mitnehmen. Leckung. Was ist das für ein Raum? Piercing Shots, klar, nehme ich mit. Was ist das? Das ist ja ein geiler Raum. Au. Und unser Polaroid-Effekt ist da. Nice. Ja, vielleicht war Piercing Shots doch nicht die optimale. Was war das? Was sind das für Räume? Ich habe nicht mal so viele Spezialräume, die ich noch nie gesehen habe. Was ist denn los? The Tower. Okay, nehmen wir mal The Tower mit. Leck. Ja. Wahnsinn. Und ich habe gesehen, du wolltest mir wehtun. Drecksack. Oh Mann, was. Ich bin gerade fasziniert von den ganzen Rollen, die wir so sehen. Gib mir noch mehr davon. Ich bin ein Fan davon. Ja, Schlüssel, Chest, ja, könnte man nicht mitnehmen. Schlüssel wäre nicht das Schlimmste. Ab. Dumm, die dumm, die dumm. So, ich will meinen Schlüssel. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Ich habe Hütchen auf. Also bin ich Arzt. Ja, runter. Ja, können wir so schön seitlich da angreifen. Oh, der muss jetzt unbedingt sein. Fette Sorry. Münzen. Okay. Ah ja, explodiert mir so viel. Wow. Eine graue Truhe. Dafür mache ich sicherlich ein paar Runden Kämpfus. Nein. Sehe ich gar nicht an. Und hi. 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 Dann nimm uns den Dagger. Oh, die wunderschönen Portale. Ah, nice. Ich lieb sie. Nicht. Da unten ist noch einer. Natürlich. Und stirb, 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 stirb. Du auch. So. Ja, machen wir dich jetzt mal. Na, komm. Hui. Lass mich in Ruhe. Hello, hello, hello. Hm, wo bin ich? So. Noch ein Schallschlüssel. Dankeschön. So, jetzt müssen wir mal langsam mal beim Boss sein. Ja, ist die Schnauze voll. Und scheiß Truhe. Ich seh's dir an, du bist eine Böse. Ich mach ihn nicht auf. Hier könnte eventuell der Secret Geheimraum sein. Was haben wir ein schönes? Ist der Devil? Ich bleibe mal bei meiner Tower-Karte. Oh, Pille. Full Health bringt mir leider überhaupt nichts mit, Blue Baby. Aber ich weiß zu schätzen. Du kriegst meine scheiß Bomben. Oh, nice. Ist nochmal eine Bombe. Jawohl. Sad Bombs. Noch HP ab. Und ein blaues Herz noch. Nice. Set Bombs auf jeden Fall die beste Entscheidung meines Lebens. Wie sieht es eigentlich an unserer Gabi-Front aus? Nicht gut. Von daher, wir könnten Judas Shadow mitnehmen. Obwohl es jetzt eigentlich dumm war, was ich gemacht habe. Weil wir
Isaac mit Blue Baby besiegen müssen, falls wir sterben sollten. Dann sind wir ja kein Blue Baby mehr. Dann sind wir ja Judas. Naja. Aber wenigstens haben wir dann Run dann verloren. Ist das das? Machen wir, ist das. Vielleicht ist es ja die, irgendwie die richtige Richtung, wo wir hin müssen. So, das könnte mal eine Balls of Steel Pille mal wieder sein. Friends till the end. Nein. Alte Freunde. Haben wir hier einen Stein mit einem X? Nö. Schade. Was haben wir hier Schönes? Swoop the Whoop. Wäre mir vielleicht bei der Situation hilfreicher, aber. Au. Polaroid! War jetzt nicht unbedingt. Komm. Und stirb. Jawohl, Dankeschön. Oh, wo gehe ich denn hin? Hey, versuchen wir hier unser Glück. So. Brimstone Spinnen. Oh, eine Delikatesse. Hui, Puppy. Juhu. Yippie, yeah. Boing, boing, boing. Und down. Eine Bombe. Gib mir eine Bombe und guten Tag noch. Hier kriegst du noch eine Bombe. Ganz wenig Grins. Bam. Ah, die Bombe, die sind halt so mächtig. Lecko mir. Ja. Das ist. Oh, nice. Das ist halt das Negative an Piercing Shots. Man kann die Bomben, die einen auf sich zukommen lassen, die kann man nicht unbedingt kaputt machen. Das ist der Boss. Ich wollte mich gerade umentscheiden. Einen anderen Weg gehen. Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. Es lebt. Auf. Polaroid. Polaroid-Effekt ist das so, wenn ich. Wie ist das? Wenn ich weniger als ein rotes Herz habe, dass ich dann, wenn ich getroffen werde, den Polaroid-Effekt habe, also dass ich dann für eine gewisse Zeit unverwundbar bin. Ist es das so? Dann ist es ja für Blue Baby das optimale Ding. Mutter. Stirb. Dead Baby mal unlocked. Das hättet ihr eigentlich locked können. Will ich das jetzt machen? Ich weiß halt nicht, was es ist. Nee, wir dürfen es nicht riskieren. Wir haben hier jetzt sechs blaue Herzen, beziehungsweise fünf Herzen und ein schwarzes. Wir brauchen sie. Curse of the Lost, okay. Dann aktiviere ich halt meinen Moon. Ciao. Ja, im Raum. Was soll das? Kann es sein, dass ich in den Raum gerade eben war? Da bin ich ja weit teleportiert worden. Nice. Da. Schön. Hat auf jeden Fall zwei gekillt. Und den Rest kill ich auch so. Noch mehr Geister und Spermas. Dilomatico! Lass mich! Die Pille. Wo ist meine Ball of irgendwas Pille? Speed up. Speed up, speed up. Ich hab gesagt, Speed up reicht. Damage brauche ich. Wir haben auch in letzter Zeit keinen Damage auf mir bekommen, ne? Proktosis war so das letzte, was ich bekommen habe. Bin ich froh, dass ich das gekriegt habe, weil sonst wären bei uns ein 5er Damage geblieben. Das wäre nice gewesen. Ja. Da passiert mir jetzt eigentlich nicht viel. Da kann man rollen. Devil. Und dann Poopy. Sackgasse, ernsthaft. Oh, warum? Wollt er mich denn jetzt noch ärgern? Ich hab doch wichtiges Business mit dem nice Gott. Also lasst mich. Oh Gott. Okay. Wo gehen wir? Na gut, wir sind ja komplett zurück, oder? Oh, das liebe ich ja. Da ist jetzt. Genau hier haben wir gestartet. Oh, es ist halt so ranzig. Du machst dir da 18 Räume. Und dann merkst du, falsch. Edgy Badge.
Hier sind wir zwar auch falsch. Aber wenigstens waren es nur zwei Räume. Danke, mal halt mal da. Natürlich auch, Sackgasse. Es ist immer der letzte Weg. Es ist immer der letzte. Merkt euch eins, liebe Kinder. Es ist immer der letzte Weg, den ihr hätte gehen sollt. Oh. Naja. Aber ich bin richtig froh, dass die Bomben... Verdammte Scheiße, sind die Bomben stark. Man kann viel Sachen, aber die Bomben, die sind stark. Ich, es geht. Aber Bomben, die sind stark. Ja, jetzt fängt es wieder an. Ne? Ist ja eh wieder der falsche Weg. Ich sehe es ja eh schon. Die Pille hätte ich gern. Weil in... Ja. Fuck. Helfer. Gut, jetzt habe ich wenigstens blaues Herz gekriegt. Aber ich habe meine Dice-Karte irgendwie aus Versehen aktiviert. Nice. Egal. Dann nehmen wir halt das, was die Chestens halt so gibt. Oh, ich verlaufe mich ja komplett, oder? Oder ist hier der Boss? Ich weiß doch nicht, wo der Boss ist. Der hat mir keine Karte geschrieben. Oh, noch mehr Verzweigungen. Oh, das könnte mir doch nicht an. Au. Ach, der Geist? Komm. Naufrunde oben, unten, links, rechts. Keine Ahnung. Da, spür die Bombe. Spür die Bombe, lasst mir mal Ruhe. Wenigstens habe ich blaues Herz gekriegt. Dass ich wahrscheinlich gleich verlieren bin, wenn ich jetzt in den Geist reinrenne. Oh, Mann. Aber nur fast. Da, Bombe, flieg und zieh. Da lebt noch was. Ah, da ist der Boss. Wunderbar. Lock up. Nice. Isaac. Hi. Ich will ein wenig mit Bomben arbeiten. Kann jetzt nicht viel machen. Bis noch eine Bombe ab. Bam. Noch eine Bombe. Wir haben ja genug Bomben. Ja, das war jetzt blöde platzierte Bombe. Da. Ja. Da ist es vielleicht ein bisschen scheiße, was ich gerade hab mit meinen Angriff. Aber hey. Machst du irgendwie. Ich kann ja mit meinem Bombenwing arbeiten. Wo ist er? Da. Okay. So. Ich denke mal einmal noch. Ah, jetzt wurde ich nochmal erwischt. Ja, komm, schmusen wir halt ein wenig. So. Moment, jetzt müssen wir doch schon die 6 freigeschalten haben. Das war ja schon Isaac. Isaac no holds the D6. Also wir haben eigentlich unsere Mission schon erfüllt. Ist mir gerade so aufgefallen. Das sind auch wunderschöne Items. Genauso wie dieses Item. Damit werde ich als Blue Baby wieder belebt. Blue Baby, hi. Bombs Racer. Ja, und die 20 Rolls of Basics. Ah, Ghost Baby. Es ist jetzt echt nicht so der Wahnsinn. Na gut, na gut. Was haben wir da Schönes? Lemon Party. Lemon Party. Kann uns zum Beispiel hier helfen. Rennt nur rein, ihr Trottel. Ein wenig Poison Damage, das ist nice. Amnesia. Muss das nochmal sein? Aber wie es aussieht, ja. Hey. Bam. Nice. Boah, geh weg. Geh einfach nur weg. Sonst rassiere ich dich. Glück gehabt. Das Buch ist nice. Können wir nämlich jetzt mal aktivieren. Ich habe gerade so das Gefühl, dass mein Racer nicht unbedingt bei Bossen hilft. Sondern nur bei kleinen Gegnern, was dann Blutschaden macht. Gutes Item. Denke ich hier mal. Oh, Razor Blade.
Gute Items, gute Items. Das zweite Mal in der Chest. Und die Chest hat mich schon enttäuscht. Mit den vier Items. Aber hey. Ja, mir. Ich bin da echt jetzt reingerannt. Gut, wenigstens ist mein Punkt wieder aufgeladen. Ah, der kleine Horn, die ist wieder da. So, jetzt soll ich mal doch meine Pumpen wieder mal wegen aufbewahren. Oh, ein glücklicher Puppi. Na, wenigstens gibt mir der Racer Schutz. Geiler Schutz. Shiny Rock brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich bin ja wieder falsch. Nice. Tja. Ich sage es mal so. Ich glaube nicht, dass wir mit Blue Baby den Run besiegen. Aber dann mit Judas, denke ich mal. Weil Judas gibt uns noch den Damage, den wir brauchen. Aber ich hätte halt doch gerne irgendwie, dass wir Blue Baby doch noch besiegen mit unserem Blue Baby. Da mal wieder Zenzen, Mann. Machen wir jetzt mal einen Sensenmann kaputt. Geht mir gerade ein wenig auf die Nerven. Ja, muss man halt mal eine Bombe opfern. Schaukelpferd, geh weg! So. Ist der schon mal down? Und spawnen wir nicht so viel Bullshit. Oh, da ist er. Da ist unser War. Oh, jetzt ist er traurig. Na komm, stirb. Sonst rasiere ich dich. Aber wenn es nichts bringt, rasiere dich trotzdem. Lamparty? Na, bei denen nicht unbedingt. Die gehen eigentlich so eigentlich relativ schnell kaputt. Und der Münze, wunderbar. Ja, dasselbe in Gelb. Und tschüss. Bumm. Welchen Weg können wir jetzt noch gehen? Den da? Oder bin ich von da kommt? Ne. Da war ich noch nicht. Hey. Hey. Hält mich nicht so scheiße von der Seite an. Kate's Other Eye. Wunderbare Items. Da war eigentlich der Poison Damage das Beste, was ich hier erhalten habe. Nice. Oh, Fettis. Warte mal. Lamparty. Ich glaube, dafür ist die Lamparty auf jeden Fall. Ah, nice. Oh, ich weiß auch nicht. Oh, wohin denn? Da war ich schon. Da war ich auch schon. Versuchen wir mal das da. Hier versuchen wir mal den Dicken als letztes zu töten, weil der könnte uns ein HP abgeben. Wenn ich noch ein Herz bekomme. Kleiner als 3. Ja, schade. Und ihr zwei wieder. Den haben wir ja vorhin schon gehabt. Ihr seid jetzt keine Gefahr für mich. So. Okay. Yay, Golden Touch. Ich hab mein Buch. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit dem Buch jetzt anstellen soll, wann ich es aktivieren soll. Wenn es in der kritischen Phase ist, vielleicht, wenn ich einmal getroffen worden bin. Dann habe ich eh den Polaroid. Ich denke mal jetzt. Vor allen Dingen das Buch, das hält ja ewig lang. Und da sollte man den eigentlich besiegen. Blue Baby, stirb.
Und damit haben wir auch diesen Run Meister erledigt. Schau, was wir noch so freischalten. Fate, ein wunderschönes Item. Das gibt uns ein rotes Herz und ermöglicht uns zu fliegen. Was man meistens in goldenen Kisten bekommen kann. Und das, meine lieben Freunde, was auch für dieses Mal mit The Banner of Isaac Afterbirth Plus. Das nächste Mal werden wir wohl in die andere Richtung gehen, dass wir mal Sheol machen, dass wir mal das Negativ freischalten und auch mal wieder bei Challenge. Also, bis demnächst. Servus.